Wir sprechen heute über Trockenshampoo, zwei Varianten, die plastikfrei sind, also nicht aus der Dose kommen. Und falls du Bock hast, bleib einfach dran, nach dem Intro geht's weiter. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Wir sprechen heute über Trockenshampoo. Und zwar nicht nur so ein Trockenshampoo hier aus der Dose, sondern eben auch Varianten, die du in der Küche findest. Eine Sache verwende ich schon ziemlich lang und das ist die Heilerde. Leute, die mir schon länger folgen, wissen das. Ich habe eine ganz gute Aufnahme heute, wo man sieht, dass das recht gut funktioniert. Ich habe aber heute auch noch eine zweite Sache. Die zweite Sache funktioniert meiner Meinung nach aber nicht, wenn du schon recht fettiges Haar hast. Und das ist bei mir halt einfach am dritten Tag schon so. Ich habe vor über einem Jahr die Pille abgesetzt und seitdem dreht meine Haut durch. Ich war im Januar war ich beim Hautarzt und meine Hautärztin hat mir davon abgeraten, jeden Tag die Haare zu waschen. Du machst damit halt alles nur noch schlimmer. Die Schutzschicht, die du halt eben auf dem Kopf oder überall hast, wenn du die jeden Tag runterwäschst, ist halt eben nicht gut und kontraproduktiv. Deine Haut fettet noch mehr nach. Deswegen verwende solche Hilfsmittel wie beispielsweise Kartoffelstärke. Wenn deine Haare noch nicht so fertig sind, dann funktioniert das. Tag 3, da hat sich bei mir halt schon einiges zusammengesammelt. Ich konnte durch diese Varianten tatsächlich zum Januar einen halben Tag rausholen. Das ist halt schon viel. Bei der Kartoffelstärke ist es halt so, wenn du schon sehr fettiges Haar hast, wie es halt jetzt bei mir der Fall war, funktioniert das nicht mehr ganz so toll. Bei mir funktioniert das aber im Pony unwahrscheinlich gut. Ja, also das käme ich dann einfach auch ein bisschen rein. Im Rest der Haare funktioniert es leider nicht so. Aber ich kann mir vorstellen, dass du das ganz gut mischen kannst. Was bei mir aber besser funktioniert, weil wie gesagt, ich habe stark fettiges Haar, ist die Heilerde. Und das ist dann die Magenfeinheilerde. Und wie du das aufträgst, ist eigentlich ganz einfach. Du kannst das Ganze in einen Streuer reinmachen, weil das hier ist super fein. Du kannst es aber auch so auf den Kopf auftragen, was ich immer mache. Ich nehme mir einfach ein bisschen raus, streue mir das auf die Haare und massiere mir das auch so ein bisschen rein. Und hauptsächlich kämme ich mir das dann auch rein. Und das hat bei mir halt immer noch am allermeisten Effekt. Du kannst jetzt beispielsweise auch hergehen, die beiden Sachen ineinander mischen. Das geht auch, weil das hier färbt. Und ich bin ganz froh, dass die Kartoffelstärke im Pony funktioniert, weil ich hier ja jetzt den Mittelscheitel habe. Und durch das, dass es so ockerfarben ist, hat man dann halt doch eine leichte Verfärbung auf der Kopfhaut. Ich behalte das Ganze grob anderthalb Tage auf dem Kopf. Das funktioniert. Das mache ich einmal. Das sind 20 Minuten, die ich mir nehmen muss, bis ich das Ganze verteilt habe. Klar, so eine Dose geht natürlich einfacher, aber es geht auch so ein bisschen darum, eben Müll zu sparen. Und nach anderthalb Tagen muss das Ganze natürlich auch runter. Also ich wasche mir grob abends dann die Haare. Das kann je nachdem ein bisschen variieren. Und dann muss man natürlich die ganze Sache auch ein bisschen fester runterwaschen. Das ist dann auch so, dass halt wirklich eine gelbe Soße vom Kopf runterkommt, weil das eben leicht verfärbt ist. Wenn du dunkles Haar hast, das sind ja jetzt Varianten für etwas hellere Haare, weil ich ja dunkel bis aschblond bin. Ich habe hier noch gefärbtes Haar, weil ich zum Haare spenden eben die Haare nochmal färben musste. Kannst du das Ganze auch einfärben. Für braunes Haar kann man Kakao verwenden, entölten. Das färbt die ganze Sache. Vielleicht rötliches Haar kann man Zimt verwenden. Und ich möchte dir da kein Mischungsverhältnis an die Hand geben, weil jedes Haar einfach anders ist. Und ich ja eben dünnes Haar habe und eben viele Haare habe, aber diese Haare hat nicht viel wegstecken können. Also sie fetten unwahrscheinlich schnell ein. Und deswegen probier da ein bisschen rum. Du kannst auch noch mit Natron die ganze Sache auch noch ein bisschen aufpeppen. Wie gesagt, das hier macht unwahrscheinlich viel Grip in den Haaren. Das macht die Haare eher so ein bisschen weich, was im Pony in Ordnung ist, aber im Rest meiner Haare einfach gar nicht geht. Durch das, dass ich halt eben mit diesen weichen Haaren nicht zurechtkomme, wenn ich eben alle zwei Tage jetzt meine Haare waschen müsste, die wären nur weich. Also ich wäre nur komplett am Ausrasten, weil du kannst mit diesen Haaren dann nichts anfangen. Das hier macht tatsächlich unwahrscheinlich viel Grip in den Haaren. Und in den Aufnahmen, die ich dir da jetzt aufgenommen habe, sieht man ganz gut den Vorher-Nachher-Effekt. Ne?
Wie gesagt, das sind meine Haare sind nach 3 Tagen sind die hinüber. Ja, also am 4. Tag morgens muss ich da einfach irgendwas machen, weil sonst halte ich nicht bis zum 5. Tag durch. So kannst du halt dann nicht mehr vor die Tür gehen. Aber es ist ganz gut, sowas dann halt einfach zu verwenden, weil das saugt unwahrscheinlich gut auf und man sieht halt dann einfach gar nichts mehr. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Heilerde auf dem Kopf und man sieht nichts mehr. Das ist einfach richtig gut. Und komm von diesem jeden Tag Haare waschen, komm da weg davon. Das ist ganz wichtig. Du tust dir keinen Gefallen, du tust deiner Kopfhaut überhaupt keinen Gefallen. Das ist eine coole Variante. Probier sie einfach mal aus und sie ist tatsächlich plastikfrei. Man muss das Ganze nur noch vom Kopf waschen, wenn man die Haare wäscht. Und da kann es halt sein, dass man halt wirklich eventuell noch eine dritte Ladung Shampoo braucht, wenn das Shampoo nicht ganz so gut funktioniert. Ist bei mir bei manchen Produkten so. Aber ansonsten kriege ich das eigentlich immer ganz gut runter. Und es ist gut für die Kopfhaut. Ja, weil die Heilerde eben auch ziemlich viel aufsaugen kann. Ne? Das ist einfach richtig toll. Es entsäuert eben. In diesem Sinne melde ich mich wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.